Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Wir handeln die Ex-Quests von unserem zweiten DLC weiter ab. In der letzten Folge haben wir uns dann doch mal das antike Zaumzeug geholt. Dann kann das jetzt auch in den Schrank und verstauben, habe ich gar kein Problem mit. Ja, Chronicles 2 Gedöns habe ich immer noch offen, aber das interessiert euch bestimmt nicht so sehr. Die Leibwache. Es heißt, dass man im Schloss Hyrule noch immer Ausrüstung der königlichen Leibwache finden kann. Oh, scheiße. Am Stall des Flusses soll es eine extra Ausgabe von Kletis Gerüchteküche mit Gerüchten zu diesem Gegenstand geben. Okay. Dann statten wir in dieser Folge wohl Schloss Hyrule einen kleinen Besuch ab. Wäre ja mal wieder cool. Nun. Was war denn die Leibwache? Das ist verhältnismäßig lange her, dass ich den Trailer gesehen habe. Wir lassen uns einfach überraschen. Dann könnt ihr nochmal einen Rewind bekommen davon, dass ich mache. Ist ja egal. Denn eigentlich sind die Folgen, die ich gerade, also in dieser Session aufnehme, die letzte und diese und wahrscheinlich auch die nächste und mal sehen, sehr, sehr zeitnah zu ihrem Veröffentlichungsdatum. Denn ich habe es ja in der letzten Folge schon erwähnt. Ich habe ein bisschen anderen Kram zu tun gehabt. Nicht nur gaming-technisch, sondern, oh ja, die Gerichteküche 4. Hallo, hier ist wieder eure Kletis, Königin von Klatsch und Tratsch, ob morgens oder abends. Haltet ihr auch fleißig die Ohren nach Gerüchten offen? Heute habe ich etwas für die Geschichtsliebhaber unter euch. Das Gerücht von den Soldaten, die bei der großen Verheerung ihr Leben ließen. Beschützer der Königsfamilie. Es gab unter den Soldaten eine spezielle Leibwache, die für den Schutz der Königsfamilie zuständig war. Und ihre Ausrüstung soll noch immer in Schloss Hyrule auf ihre Entdeckung warten. Die Ausrüstung soll in der Nähe des Speisezimmers, am Übungsplatz und über dem Thronsaal zu finden sein. Über dem Thronsaal! Ich hoffe, dass Schloss Hyrule eines Tages wieder in altem Glanz erstrahlt und es wieder eine Leibwache gibt. Wann kriege ich wohl meine eigene Leibwache? Okay, scheiße. So, wir haben einen Schrein im Schloss. Über dem Thronsaal. Puh, das wird kacke. Speisezimmer, kein Problem. Übungsplatz, don't know. Über dem Thronsaal, da muss ich aufpassen, dass ich nicht aus Versehen den Bossfight triggere. Wird schon passen. Wird schon passen. Okay. Dann, ja. Ja. Boah, das wird toll, weil ich den Zelda Combat ja auch gerade wieder voll im Kopf habe. So, was erstes, was ich machen werde, ist aber trotzdem das Master Schwert ausrüsten. So, weil die Ausrüstung ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schade. Also die grimmige Gottheit-Ausrüstung ist mir ein bisschen zu schade, um sie jetzt hier zu verplempern, nur weil ich keinen Skill mehr habe. Also, Einzelteile sollen in der Nähe des Speisezimmers, am Übungsplatz und über dem Thronsaal zu finden sein. So, ich stürze mich einfach mal ins Blaue. Das wird so lästig. Cool. Hallo. Zumindest weiß ich wieder, wie man blockt. Ich habe auch vor allem immer noch nicht alle Wege freigemacht in diesem kaputten Schloss. So, also hier ist die Bibliothek. Verdammter Topf.
Wenn das da überhaupt frei geht. Okay, dann lass mal sehen. Ja. Hoch. Geht da nur leider nicht. Oder? Natürlich nicht. Wie auch. Hopp. Geht wohl. Vogel. Na, ist meine... Ah. Eisschwert. Good to know. Ich meine, wir sind hier richtig. Get up mit dir! Blut immer gut. So. Mhm. Mhm. Aha, aha, aha. Revalis Sturm ist bereit. Cool. Was wir vielleicht mal tun sollten, ist den Chica-Sensor schon auf Schatztruhe stellen. Es geht hier ab. Kacknoob. Ah. Schwarzes Schild. Immer schön. Gut. Nein. Ja. Haben wir es jetzt? Hier gibt es noch ein Schwattenschwert. Das weiß ich. Und da ist noch die Ex-Kiste. Oh, geil. Hi. Wirklich Leibwache. Okay. Und die Form der königlichen Leibwache von Hyrule besteht aus leichtem Material und ist kleidsam und praktisch zugleich. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Cool. Ist das hier der Übungsplatz? So, für das Gardenschwert kann mal was fliegen gehen. Schade nur, dass ich... Ah, guck mal hier. Klick. 65! Sexy! Da ist das alte Gardenschwert ja Dreck gegen. Sweet. Okay, dann war das hier, dann ist das hier der Übungsplatz. No matter what. Ist doof. Click. Okay. Und dann hier. Speisezimmer. Ist korrekt. In der Nähe des Speisezimmers. Ich glaube, dann... Shit. In der Nähe des Speisezimmers ist ja wohl... Dann ist das die Nähe des Speisezimmers gewesen und nicht der Übungsplatz. Dann ist der Übungsplatz... Da war mal, da war was. Da war was. Oh. Äuglein, hallo. Was geht ab mit dir? Da kommt er wieder. So. Das ist nicht der Übungsplatz, aber hier gibt es auch was Tolles. Au, oh, hey, stechen ist unfair.
geht ab mit dir? Hi. Elektroschwert. Sweet. Krog. Hallo. Gab es hier nicht eine Kiste? Ich dachte eigentlich, hier war eine Kiste mit so einem Drachending drin. Egal, will ich jetzt nicht ewig nachsuchen. Dieser Übungsplatz, der war nämlich... Ich weiß... Das ist doof. Ich weiß nicht mehr genau, wo er war. Ich habe das Bild im Kopf. Kennt ihr das Gefühl? Das ist, ja. Wenn ich dort lang gehe, ist da aber eh nichts mehr großartig. Ich glaube davon. Wo komme ich denn? Wo komme ich denn her? Ich komme von da unten. Ne, ich komme von da unten. Dann war das da die Bibliothek. Das heißt, wenn ich jetzt andersrum. Ne, wenn ich jetzt andersrum gehe. Ach so, scheiße, da war der Schmodder. Mist. Dann gehe ich außen rum. Da habe ich doch gerade zwei, habe ich doch gerade was gesehen. Ich wette, ich kann außen rum. Ah. So, hier lang. Direkt wird wieder auf mich gezielt. Au! Fuck you! Steh auf! Steh auf! Steh auf! So. Hi. Ja, hier ist die Wand, wo ich eben nicht durchkam. Ruhe da! Will ich da lang? Ja, komm. Ist das der Übungsplatz? Übungsplatz! Zumindest hatte ich das Bild im Kopf. Mann! Fuck you! So. Schaut mal. Liegt einfach so da rum. Nice. Leibwachenstiefel. König Leibwache von Hyrule sehen nicht nur gut aus. Man kann damit auch recht beweglich ein seltenes Stück, das... Achso, man ist damit auch ein seltenes Stück nicht einfach zu erlangen. Okay. Wenn ich dich schon mal sehe, ne? Du mit deinem großen schwarzen Zweihänder. Der besser sein könnte als mein anderer großer schwarzer Zweihänder. Es geht ab. Ja, ist er. 103. Geil. Sehr cool. Bisschen Loot ist ja nie verkehrt, ne? Ja. Über dem Thronsaal ist das letzte. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. So. Es geht ab.
So. Ja, bisschen Überlänge sind wir ja gewohnt. Über dem Thronsaal, Alter. Fick dich! Fick dich nochmal? Ah, Mann, ich könnte auch einfach rennen. Ah, Leune, oder? Kein Leune! Ha! Ich hab die irgendwann mal offscreen weggehauen, weil ich Leunenherzen gefarmt habe. Sehr geil. Wisst ihr was? Ich nehme den Zora-Weg. So, tut mir leid, grimmige Gottheit. Aber ist nun mal so. Du kannst nicht schwimmen. War, ist so, oder? Ich meine, mit jedem... Mit jedem verdammten Boss in Majora's Mask konnte man mit der grimmigen Gottheit einfach so weghauen. Nur nicht den blöden Fisch. Au, Mann. Fickt euch doch alle, ey. Nur nicht den blöden Fisch, weil... Was bringt mir die Power von der grimmigen Gottheit, wenn ich doch eh nur schwimmen muss und mit Link im Wasser nicht kämpfen kann? Richtig mies gewesen. Das ist der Thronsaal. Wir müssen aber da drüber. Nee. Hopp. Au. So. Das wird hart. Ich werde jetzt dem Schatzkistensensor ein bisschen trauen müssen. Wow, klasse. Also sind wir auf der falschen Ebene. Hopp! Tja, ich weiß nicht. Sollen wir höher gehen? Gibt's hier überhaupt noch was zu holen? Okay, das ist zumindest eine normale Kiste. Nicht schlecht. Okay, wir speichern. Fürs Erste. Weil das da unten... Es sieht schon... Es sieht schon sehr nach Ganons Kokon aus, da unten. Was passiert denn, wenn wir da oben drauf springen? Ich meine, das ist ja nicht umsonst so hier. Aber das ist Ganons behinderter, suppiger Nudelkokon. Cool. Geht hier ab. Wow. Okay, cool. Danke, glaube ich. Also jetzt nochmal gegen Ganon kämpfen, habe ich eigentlich keinen Bock drauf.
würde uns ein bisschen zu lange dauern. Und wenn wir dann fertig sind, haben wir auch nichts davon. Moment. Das ist nicht der Thronsaal. Da ist unsere Kiste. Alles klar. Das ist zwar Ganons Kokon von oben, aber wir sind trotzdem höher, als ich dachte. Cool. Nice. Wow, ein Barett. Die Mütze der königlichen Leibwache von Hyrule. Sie ist leichter, als sie aussieht und sorgt so für freie Beweglichkeit. Seltenes Stück, das nicht leicht zu erlangen ist. Sweet. Okay. Speichern wir nochmal. Weil ich will wissen, was passiert, wenn wir da oben drauf springen. So, man muss das Programm nur austricksen. Hopp, 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 hopp. Wenn dann von ganz oben, oder? So. Nein, tut weh. Egal. Oh. Verdammt. Es tut nur weh. Okay Leute, ihr könnt mal gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Ich bin raus für heute. Blank out.